Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Darf euch jetzt alle einladen, einfach euer Herz zu öffnen. Das sind eines der tiefsten Vorträge, wo wir betrachten dürfen, nicht die Brutalität, nicht erschrecken, sondern die Liebe, mit der Jesus sich diese Wunden schlagen ließ, um jene Wunden, die wir vorhin angeschaut haben, wo sie sein können, zu heilen. Das musste alles geschehen, dass er es heilen kann. Und diese Wunden, die wir jetzt betrachten, sind hingeordnet auf alle Wunden, die in der ganzen Menschheit sein können. Es ist keine Wunde hier, die im Menschen ist, die nicht durch die Wunden Jesu geheilt werden kann. Alles findest du in ihm. Es ist die Lösung und das Heil für alles. Und wir dürfen das wirklich ganz tief betrachten. Legt auch alle zu Hause, die ihr habt. Manchmal läuft der Mensch, auch die eigenen Geschwister, Mama und Papa oder sonst wer am Arbeitsplatz oder Verwandte, Nachbarn, egal wer, auch manchmal in der Pfarrei, laufen vor diesen so wunderbaren Wunden Jesu fort. Und doch heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber wir müssen den tieferen Zugang finden, dass wir in den Wunden die Liebe sehen, die er sich schlagen ließ, diese Wunden aus Liebe, um unsere Wunden zu heilen. Das müssen wir leisten. Da habe ich ein bisschen zusammengestellt, dass wir das endlich im Tiefsten verstehen können, dass ich überall, wo der Herr verwundet wurde, er es aus Liebe zu mir gemacht, aus Liebe zu mir zugelassen hat, um meine Wunden und die Wunden der ganzen Welt zu heilen. Und durch sein kostbares Blut die Sünden abzuwaschen, weil hinter jeder Lieblosigkeit steht Sünde. Aber Lieblosigkeit schlägt tiefste Wunden. Und es hat schon begonnen, ganz früh. Jesus sagte ja im Abendmahlsaal, und er liebte sie und er liebte sie bis zur Vollendung. Er wollte sich ganz hingeben und hat das Passja mal mit ihnen gefeiert und hat schon die erste heilige Eucharistie, das Abendmahl mit ihnen gefeiert, um sich ganz dem Menschen zu geben. Und dann in dieses Mysterium, Passia-Mysterium, in dieses Leidensmysterium hineinzugehen, wo die ganze Menschheit heilen kann. Alles muss so geschehen. In allem sehen wir einen tiefsten Sinn. Und ganz besonders, wo er dann durch das Kidrontal hindurchgegangen ist, eben in den Ölberg, ließ die Jünger zurück in der Verratsgrotte in Israel. Wer schon dabei war im Heiligen Land, weiß das, wo dann die anderen Apostel gewartet haben. Judas war nicht dabei, er ging hinaus und ging in die Finsternis, und der Satan ist in ihn gefahren und hat Jesus verraten. Musste auch geschehen. Wir werden es noch sehen. Um dass all das in dir auch heilt und zur Heilung gebracht wird, wo Verrat in deinem Leben ist, wo du verraten hast oder wo du verkauft und verraten wurdest von anderen, vielleicht von den Ängsten, das tut am meisten weh. Schlecht gemacht, schlecht geredet, verkauft, hinterm Rücken geredet und. Und Jesus ging dann mit drei Aposteln weiter, Jakobus, Petrus und Johannes, in diesen Ölgarten. Es wird dann noch deutlicher, es ist sehr viel Licht in der Kirche, aber ihr seht es, glaube ich, noch gut. Und Jesus geht alleine hinein und betet. Im Lukas-Evangelium heißt es, dreimal sagte er, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es war wirklich ein Widerstand. Und die ganze Last der Sünde drückt auf ihn.
Er ist ja der Lastesel für die ganze Welt. Dort hat schon begonnen. Der Vater hat alle Sünde der ganzen Menschheit aus Liebe auf seinen Sohn getan. Und der Vater ist nicht weit weg. Er ist in ihm. Wenn er mich sieht, seht er den Vater. Im Heiligen Geist vereint. Und Gott trägt alles, die ganze Schuld der Menschheit stellvertretend aus Liebe. Und es zitterte und zagte in ihm und er begann wirklich Schweißausbrüche zu haben, die so weit gingen, dass sogar Blut herauskam. Und aber er inständig betet, wo diese Last auf ihm lag, so stark, dass es ihn total niedergedrückt hat. Aber er betet inständig, er geht nicht weg, sondern er muss durch dieses Nadelöhr hindurch. Denk mal an Situationen, wo du durch musst und schaffst es fast nicht. Du hast riesige Probleme in der Kindheit, Verletzungen, Verwundungen, in der Ehe Verwundungen, meine Lieben. Und man ist wie angenagelt, man schwitzt und sogar fast Blut schwitzt man. Und in allen möglichen Bereichen und auch diese Angst, die Menschen haben könnten, in allen Variationen findest du da, wo der Herr durchgeht. Mit dem, und es musste so geschehen, damit er durch diesen Blutschweiß und wo es ihm die Seele zerrissen hat, er uns das erkaufen kann, dass du aus jeder Angst herauskatapultiert wirst und nicht stecken bleibst und nicht in den Tod gehst, in den Selbstmord, in allen psychischen Problemen, Krankheiten, und allen wirklichen Depressionen, die so in die Tiefe gehen, so in die Angst gehen, dass Menschen wirklich den Ausweg in den Tod suchen. Nein, der Herr gibt uns hier die Kraft. Hier ist das Mittel des Heiles und das Medikament, dieser Todesschweiß, wo der Herr sogar gesehen hat und eigentlich nicht in erster Linie der ist, der Angst hat vor dem Leiden. Nein. Mystiker sagen, er sah das viele, das ganze Leid, das er freiwillig auf sich nimmt, gar nicht annehmen. Und das hat ihm den Schweiß und das Blut herausgedrückt, weil er als Erlöser und liebender Gott es nicht ertragen kann, dass eine Seele, die der Vater geschaffen hat, verloren geht. Ihr Mütter, denkt mal nach, ihr Omas jetzt und die Kinder, die glauben nichts mehr. Und es treibt dir genauso diesen Schweiß heraus, diese Angst, die manchmal so präsent ist. Was geschieht mit ihnen? Was geschieht mit ihnen? Was geschieht mit meinen Brüdern und Schwestern, wo Dominikus ganze Nächte hindurch gerufen hat und hat gesagt, was geschieht mit den Sündern? Was geschieht mit meinen Brüdern und Schwestern? Gehen sie auf ewig verloren? Diese Sorge für unsere Brüder und Schwestern, diese Sorge siehst du hier von Gott. Keines der Kinder soll verloren gehen. Und er geht durch dieses Nadelöhr hindurch, obwohl er sieht. Aber er setzt die Entscheidung. Dein Wille geschehe, Vater, nicht mein Wille. Obwohl es mir alles kostet. Jetzt auch, wir Christen, die Luft wird immer dünner für uns Christen. Aber jetzt sagen wir, Herr, lass diesen Kelch an uns vorübergehen, dass wir immer mehr in die Enge gedrängt werden. Nein, dein Wille geschehe. Und wir wissen, du bist Sieger und es geht gut aus, wie es auch bei Jesus, deinem Sohn, gut ausgegangen ist. Und du wirst deine Kirche durchführen durch diese Agonie, durch dieses Leidensmysterium, was vielleicht unweigerlich auch auf uns zukommen muss. Und damit die Erneuerung der Kirche wiederkommt. Weil, wisst ihr, das musste geschehen. Aber es ist ein Nadelöhr. Und manchmal musst du auch durchgehen, dass die Kinder wieder geboren werden zum neuen Leben. Was trägst du als Mama und Papa? Dass sie doch gläubig sind und dass sie wieder Jesus finden. Was für tiefe Dinge, die in Menschen sind. Was für tiefe Dinge, die in Priestern sind. Wenn die Pfarrei nicht will und die Braut eben nicht so will, wie Gott will und sie bockig ist und alles Mögliche treibt, aber Gott nicht liebt. Ein Gott, der vor den Menschen steht
O, hättest du nur erkannt, was dir zum Heile dient. Ich wollte dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken gesammelt hat. Du hast aber nicht gewollt. Und das findest du bei den Eltern, das findest du bei den Vorgesetzten, das findest du bei den Priestern, das findest du in der Gesellschaft, in der Verwandtschaft. Du musst es aushalten. Ein Leid ohne Gleichen. Und es ist so, früher war es so, dass 10 geglaubt haben. Heute glaubt nur noch einer. Früher war es umgekehrt. 10 haben geglaubt, einer nicht. Und der Druck wird auf die Christen immer stärker und größer. So wie auf Jesus. Alles lag auf ihm. Aber das ist dein Trost. Denn selig die trauern, die mit ihm, sie werden getröstet werden, meine Lieben. Sie werden getröstet werden. Und der Herr hat noch viel inständiger gebetet und manchmal ganz auf dem Boden gelegen, weil es ihn niedergedrückt hat, bis auf den Boden diese Last, dieser Kampf, diese neue Geburt, dass sie doch endlich zum Leben geboren werden. Er ist durchgegangen aus Liebe zu uns. Nichts hat ihn zurückgehalten. Schau ihn an mit dem Blick, der dich trifft. Für dich. Für dich. Für jeden deiner Brüder und Schwestern. Rede nicht schlecht über sie. Kritisiere sie nicht. Verurteile sie nicht. Schau auf Jesus. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Schau auf ihn. Wie gehst du mit deinem Bruder und deiner Schwester um? Hast du so gerungen, wie ich gerungen habe? Hast du einen deiner Brüder und Schwestern, egal wen du triffst da draußen im Alltag, abgeschrieben? Schau mich an. Schau mich an, ich habe niemand abgeschrieben. Ich habe jeden in Liebe umarmt und habe die Erlösung bereitgestellt. So musst du mit deinem Bruder und deiner Schwester umgehen. Verstehe es, lass es in dich hinein. Und das hat alles deinem Erlöser gekostet. Das hat ihm alles rausgepresst. Dein Erlöser, der für dich alleine durchgegangen ist, durch dieses Nadelöhr, der nur an dich gedacht hat. Und wie sehr denkt er oft an euch und scheut vor jedem Kreuz zurück. Ich bin nicht der gewesen, meine Lieben, der zurückgeschaut hat und sich aus dem Staub gemacht hat, sondern ich habe es für dich getan. Ich habe nicht auf mich geschaut. Ich habe mein Leben für meine Freunde hingegeben. Für dich. Für dich. Ich habe nicht auf mich geschaut. Wo finde ich Menschen, die mir nachfolgen? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das musste der Erlöser sein. Und dann hat noch der Böse angegriffen. Umso stärker hat er angegriffen. Das geht nicht. Einer allein, alle. Doch, weil es der Wille des Vaters ist. Und dadurch geschieht die Erlösung. Denk mal an diese Liebe im Herrn. Sie bezwingt dich, sie heilt dich, sie nimmt jede Angst von dir. Du musst kapitulieren vor deinem Misstrauen vor Gott, wenn du so eine Hingabe anschaust für dich und für jeden Bruder und jede Schwester, die du da draußen findest, egal wie weit, dass sie von Gott weg ist, für alle, auch für die Feinde, für die Freimaurer, für die Bösen. Für den schlimmsten Sünder. Denn ab jetzt gilt, nach dieser Erlösung, der größte Sünder hat das größte Recht auf meine Barmherzigkeit. Und schaut ihn, und so hat er durchgerungen, dein Jesus, seht die Liebe. Es wäre sonst nicht geschehen, dass wir Kirchen hätten, keine Sakramente, keine Zuwendung, kein Heilungsgebetstag. Nichts, hoffnungslos verloren, im Dunkeln wären wir.
im Schatten des Todes. Und durch ihn das Leben. Das hat er alles alleine auf sich gehabt, weil es bei Jesaja steht: Durch meinen Knecht gelingt mein Plan. Ganz wenige, meine Lieben, denken in diese Tiefe. Ganz wenige betrachten diese Liebe, die euer Erlöser für euch hatte, und lieben dann zurück. Und wissen, dass für meinen Bruder und meine Schwester er genauso gelitten hat. Was redest du schlecht? Was gibst du ihn auf? Was machst du ihn nieder? Wenn doch Gott nur wartet auf ein gutes Wort, wer so eine gute Tat hatte für jeden von uns, auch für den Schlimmsten und für den größten Sünder, hat er nur Barmherzigkeit bereitgestellt. Herr, schenk uns das so tief ins Herz, dass wir aufhören und lieben, wie du geliebt hast. Du hast es uns aufgegeben, ein neues Gebot gebe ich euch. In dir erkennen wir, was wir zu tun haben, lieben, bis es weh tut, wie er es getan hat, wie die Mutter Teresa es auch sagt. Liebe, bis es weh tut. Ja, dann musste auch ein Engel kommen, versteht ihr? Ein Engel, der das Kreuz Jesus schenkt. Das ist die Aufgabe des Erlösers. Was für eine Einsamkeit hat er gehabt. Aber doch, auch die Mystik sagt, dass Maria diesen Engel vom Vater erbeten hat, damit ein Engel kommt und in dieser totalen Notlage, in dieser Dunkelheit, dass er eine Stärkung bekommt, der niederliegt. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Auch Gott, der Vater, hat einen Engel für seinen Sohn, aber hat auch einen Engel für dich, wenn es ganz dunkel wird, wenn dir alles zusammenbricht, wenn du nicht mehr kannst. Damit diese Wunde der Angst in allen Variationen, Existenzangst, Angst vor der Zukunft, Angst vor der Krankheit, Angst vor dem Coronavirus, Angst, dass ich Krebs bekomme, Angst, dass ich wieder verunfalle und nochmal einen Unfall habe, Angst vor dem Nächsten, Angst vor mir selbst. Angst, wieder zu versagen. Angst vor meiner eigenen Schwachheit, Angst vor meiner Sündhaftigkeit, dass ich wieder auf den Knopf drücke, wo ich nicht hindrücken soll. Angst vor dir selbst. Angst vor deiner eigenen Schwachheit. Angst, wieder verwundet zu werden. Angst, vielleicht ins Auto zu sitzen. Oh, wie viele Ängste gibt es, manchmal so viele Ängste, dass du selbst wie in einem Kerker sitzt und nicht herauskommst. Angst. Und da schickt Gott einen Engel, der dich tröstet und ihn durchträgt und alles mitnimmt, von dir hinwegnimmt und dich weitergehen lässt und dich heilt in dieser Angst. Und deswegen ist unser Gott in diese Todesangst hineingekommen, um jede Angst zu heilen. Bis ins tiefste Mark, wo Herr, schütte dieses Blut, dieser Schweiß und dieses Blut über alle jetzt aus, auf die ganze Welt hinein, in dieser Corona-Krise, die in Panik und Angst sind. Und manchmal vor lauter Angst überhaupt nicht mehr klar denken können. Und nur noch in der Angst sind. Angst, sein äußeres Leben zu verlieren, obwohl es in der Schrift steht, habt nicht Angst, dass euer äußeres Leben hinweggeht, sondern habt Angst vor dem, der eure Seele ins Verderben hinabstürzen kann. Und die Hölle hinabstürzen kann, vor dem sollen wir Angst haben. Dass du deine Seele in Ordnung bringst und beichtest und deine Wunden heilen lässt von Gott. Nicht deine Angst, das äußere Leben zu verlieren. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer nur das hat, und ihr wisst es, meine Lieben, wenn ich keinen Glauben mehr habe, dann habe ich nur noch das Leben hier. Und dann muss ich es schützen, bis zum geht nicht mehr.
Der Christ ist anders. Er schützt sich schon. Wir müssen schützen. Das ist gut. Aber er hat die innere Freiheit. Herr, und wenn du mich haben willst, dann gehe ich. Und ich habe keine Angst. Weil ich ja zu dir gehe. Weil ich zu dir gehe. Weil du mir lehrst, dass auch der Tod nur ein Übergang ins Leben ist. So wie du hindurchgegangen bist. Angesichts, so heißt es im Hebräerbrief, angesichts der Freude, die vor ihm lag, der Auferstehung, bist du willig hineingegangen in das Kreuz und das Leid, in den Tod, damit du an dieser Freude anteilhaftig werden kannst. Und das haben wir nicht mehr. Nur noch Angst. Du hast ja nur das äußere Leben, wenn du nicht mehr glaubst. An die Seele glauben sie nicht mehr. Ans ewige Leben auch nicht mehr, an den Himmel auch nicht mehr. Dann musst du nur das akribisch schützen, was du hier auf Erden hast, dein kleines Paradies. Aber dann wird's lieblos. Und dann wirst nur noch alles von Angst getragen. Herr, zieh die Völker heraus, führ sie wieder vor dein Angesicht. Denn du kannst jede Pandemie von uns nehmen und jedes Virus und jede Krankheit von uns nehmen, jede Angst von uns nehmen, die wir so sehr brauchen. Deswegen bist du hineingegangen. Und der Engel kommt und tröstet Jesus so zärtlich auch dich. Schau das an, es ist herzzerreißend, was da geschehen ist. Und es kamen Engel und dienten ihm. Wisst ihr, das war auch bei der Versuchung. Dort kamen Engel und dienten ihm. Auch hier kommt ein Engel und dient ihm und berührt ihn, dass er noch mehr beten kann, so steht es im Evangelium. Noch inständiger. Und dann erst ist das Blut herausgekommen, auch durch den Schweiß. So innig hat er gebetet, dass es dann herausgekommen ist. Versteht ihr? Das ist wichtig. Und dann hat er auch noch diese Müdigkeit immer wieder erlebt, dass er die drei Jünger in der Weise gefunden hat, die schlafend sind. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung falle. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir sehen alle, wie sie da sind, so schwach. So sind wir alle in ihnen und alle oft schwach und müde geworden. Und der Herr trägt alles alleine durch und er geht wieder hin und betet noch mehr. Und dann kommt schon der Verräter. Auch das, dass er das heilen kann, wo sie dich verraten haben, wo du es wirklich weißt. Wo sie dich verkauft haben, verraten haben. Und das hat so tiefe Wunden geschlagen in dir. Und er ist da hineingegangen vom eigenen Jünger, ist das geschehen. Vom eigenen Jünger. Meine Lieben, wie muss das bei ihm tief gegangen sein? Aber wie scheint diese Barmherzigkeit auf? Freund, wozu bist du gekommen? Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Freund, sagt er zu dem Verräter, keiner, auch die, die ihn verraten, auch die, die ihn missbrauchen, auch die, die Schlechtes tun, keiner ist ein Feind. Und wie viele Feinde haben wir oft in unserem Herzen? Wir würden ihnen nicht begegnen, wir würden nicht herausbringen, zu sagen, Freund, wozu bist du gekommen? Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Wie zärtlich, wie barmherzig, wie gütig ist unser Jesus. Und auch vor dem Hohen Rat, ihr seht es jetzt nicht so gut, ist ein bisschen dunkel, wo eben der Hohe Priester auch sagt, wieder ein Verrat, das eigene Volk, die religiöse Elite, verurteilt ihn. Die müssten ihn annehmen, weil alle Schriften von ihm im Alten Testament reden. Und doch ist es so, dass sie ihn ablehnen. Und der Hohepriester sagt, ich beschwöre dich beim Allerhöchsten,
bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten. Und Jesus sagt einfach, ich bin Ego Emi. Er sagt, Yahweh. Und damit bekennt er, dass jetzt hier in Jesus der Gott ist, der beim brennenden Dornbusch da ist. Und dann zerreißt er die Kleider. Brauchen wir noch Beweise? Er macht sich Gott gleich. Aber nur einer kann es sagen, meine Lieben, der wirklich der Sohn Gottes ist. Denn wenn er mich hört, hört er nicht mich, sondern den Vater. Einer kann sagen, Ego Emi, auf Griechisch, auf Hebräisch, Yahweh, ich bin. Ich bin der, ich bin da für euch. Jetzt ist Gott da. Sie glauben nicht. Und doch ist er es. Dann haben sie ihn in den Kerker hinein. Wir dürfen für alle beten, die so in den Kerker dort unten sind, verwundet sind, in Angst, in Furcht, in Sorge, in Depression, in Ängsten, in Zwangsgedanken, in furchtbaren Situationen, wie du in einem Kerker bist und kommst nicht mehr heraus. Und der Herr ist gefangen worden, um dich zu befreien aus diesem Kerker. Dich zu befreien und zu heilen, wenn die eigenen dich verraten, wie sie es gemacht haben, abgelehnt. Um jede Ablehnung, wisst ihr, bis in den Mutterschoß, dass diese Ablehnung weggeht, wenn die eigenen Priester, die eigenen Leute, das eigene Volk, eigene Heimatdorf ihn abgelehnt hat, nur Ablehnung bekommen. Sogar dann noch, ihr werdet es später sehen, wo es dann noch heißt, seht welcher Mensch. Und da ist Jesus alleine, um die rauszuholen. Und da ist er ganz entschieden hingegangen in dieser Einsamkeit des Kerkers und hat alle wieder im tiefsten berührt und befreit. Auch du, wenn du spürst, du bist so irgendwie im Kerker. Er hat die Kraft, dich rauszuholen. Denk mal in der Ehe, manchmal kommst du dir vor wie im Kerker. In der Kindheit. In der Jugendzeit, unfrei am Arbeitsplatz, zwischen den Mühlen, zwischen den Mühlsteinen, zerrieben, gefangen, um alle zu befreien, die in Ketten sind, in Drogen, Nikotin, in Alkohol, gefangen in Sünde, in Pornografie, in Sex, in Egoismus, in Hochmut und Stolz und Überheblichkeit, in allem Möglichen, was du sagen kannst. Gefangen, komm nicht heraus, meine alten Kamellen, meine alten Dinge, die immer wieder rauskommen von mir selbst, wo ich einfach so Verhaltensmuster habe und ich kann nicht heraus und ich bin cholerisch. Gefangen, gefangen, in Ketten, raste aus und kann meinen Charakter nicht überwinden und du befreist mich. Du hast dich fesseln lassen, der frei ist, der freiste ist von allen. Lässt sich fesseln für dich, dass er dich aus jedem Fesseln, egal wo du drin hängst, in Sünden und du bist immer wieder drin und fällst und kommst immer wieder mit den gleichen Sünden zu deinem Jesus in die Beichte. Und er befreit dich. Und da wird er verurteilt, auch vom eigenen Volk, auch von den Heiden, auch von uns, die wir Heiden waren und wie jetzt gläubig wurden. Er befreit uns und holt uns heraus und er steht vor dem Gerichte der Menschen. Wie viele Gerichte sind schlecht und nur einseitig verwendet worden, um die Schwachen niederzuhalten. Jetzt auch wieder. Er hat Angst. Er hat Angst vor den Juden. Dieser Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? Wenn Jesus sagt, ja, ich bin ein König, ich bin dazu auf die Erde gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzugeben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Er lässt sich gefangen nehmen, um uns vor dem Gericht des Vaters loszusprechen. Er geht in das Gericht der Menschen
Der Richter der ganzen Menschheit lässt sich gefangen nehmen und vor das Gericht bringen. Und wie viele werden ungerecht, meine Lieben, verurteilt? Auf der ganzen Welt, egal wo. Damit sie hier diese Wunde, wo er vor dem Gericht steht, heilen lassen können. Wie hat das unserem Jesus ins Herz geschnitten, in seine Seele? Und wie viel sind ungerecht verurteilt worden, obwohl sie Recht hatten? Wo das Recht gebeugt wurde, wo die Wahrheit als Lüge und die Lüge als Wahrheit hingestellt wurde. Ja, es wird eine Zeit kommen, wo man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt. Und sie verurteilen uns, sie halten in den Medien die Wahrheit nieder. Wie oft habe ich es schon erlebt? Warum denn? Haben Sie Angst vor der Wahrheit? Gott hat keine Angst vor der Wahrheit. Er ist die Wahrheit und er freut sich über die Wahrheit. Und im 1. Korinther steht, die Liebe erfreut sich an der Wahrheit. Seht ihr, und das ist furchtbar. Ich gebe es euch noch einmal besser so ein bisschen. Das ist der Barabbas. Wisst ihr, was das heißt? Barabba, Sohn des Vaters. Jetzt hör mal genau zu. Wer ist der wahre Sohn des Vaters? Der Barabba oder Jesus. Und das musst du dir mal sehen. Sie entscheiden sich für einen Verbrecher. Und wie viele machen das mit, meine Lieben, auf dieser Welt? Entwürdigung, Zurücksetzung, Verunmöglichung, Schlechtreden. Kaputt machen und. Einem Verbrecher ist er vorgezogen worden. Der Barabba, der Sohn des Vaters. Aber er ist der wahre Sohn des Vaters, Christus. Dieser Verbrecher. Zudem haben sie gesagt, lass ihn frei und zu ihm kreuzige ihn. Wer hat das niedergeprügelt auf Jesus letztlich, geschnitten in sein Herz, in seine Seele, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und manchmal haben wir so Situationen, wo wir genauso verwundet werden, hineingeschnitten in unser Herz, in unsere Seele, wo sie uns wirklich genauso vor das Gericht stellen und wir können nicht mehr raus. Und dann tut noch ein Pilatus, ich habe keine Schuld an diese Menschen. Dann tut sich so die Hände waschen, dass er schuldlos ist vor dem Volk. Ja, wo sie dann schreien, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Das war die schlimmste Gottesverleugnung schlechthin. Sie sollten nicht ihn verleugnen, den Sohn Gottes, und nicht anstatt dessen einen Kaiser, einen heidnischen Kaiser hinstellen. Das ist das Furchtbarste, was man sich nur vorstellen kann. Und das tut das Volk. Jetzt auch wieder. Wir sind alle verwundet als Christen. Wir sehen, sie wollen ihn nicht. Sie wollen Jesus nicht. Und ich liebe ihn. Und meine Seele ist zerschnitten. Mit Schwertern, mit Dolchen, mit Messern. Wo ich ihn so liebe. Und wie tun sie ihn ablehnen? Es trifft dich bis ins Mark. Weil wir ihn lieben. Und Jesus verkündet den Vater. Er hält nicht zurück. Wie muss ihm das wehgetan haben? Wie tut es auch dir weh? Und diese Wunden kann er heilen. Auch in der Ehe zum Beispiel, wenn der eine Ehegatte ausbricht und er zieht ein anderer Partner dir vor, wo er zu dir gesagt hat, ich will dich lieben, ehren, in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit wie in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, wenn Doppelbeziehungen gehalten werden und du das dann erfährst, das schneidet in dich hinein. Wo Priester verkauft werden, rausgemobbt werden aus den Pfarreien, es tut weh.
obwohl sie es nur gut gemeint haben, obwohl sie nur die Lehre der Kirche verkündet haben. Das ist so gewaltig. Das kann er heilen. Und das ist manchmal so tief drin. Ich kann ein Lied davon singen, wie sie mich selbst in der Pfarrei abgelehnt haben. 6 Jahre. Ich war verwundet in meiner ganzen priesterlichen Seele. Und das hat Jesus geheilt. Ich segne sie jetzt dafür heute. Und sage, Herr, und das haben sie gebraucht. Diesen Schmerz, der du stärker in mir gehabt hast, aber mit mir zusammen. Damit dieses Volk und dieses Dorf auch gerettet wird. Versteht ihr? Mit Jesus. Und dann haben sie ihn geschlagen. Und überall, wo Schläge in deine Seele kommen, denk mal nach, wie viel hat man Menschen geschlagen? Seelisch, körperlich, durch Worte. Auch hier siehst du es. Und es hat niedergeprasselt auf dich, manchmal furchtbar. Und sie haben vielleicht zu dir gesagt, du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts. Hör auf, sprich nicht, sei still, es kommt eh nichts Richtiges raus. Bist immer der, vielleicht hast du eine Legasthenie gehabt oder sonst irgendwas und bist vielleicht minder bemittelt gewesen, nicht so gescheit, nicht so auffassungsfähig, weil eben du oft einmal verletzt warst und blockiert warst. Alles gut zu lernen. Und dann ist geschlagen worden. Denk mal daran, der Kindergarten-Mobbing, in der Schule-Mobbing, in der Ehe-Mobbing und die Schläge gehen drauf. Sie gehen auch auf Priester drauf, auf Bischöfe, auf den Papst, auf so viele Schwachen gehen die Schläge drauf. Und der Herr hat sie sich schlagen lassen an jeden, jede Wunde, die du abbekommen hast, zu heilen und die Kraft zu erkaufen, dass jene, die schlagen, wenn sie es irgendwann mal erkennen, dass sie hingehen zu ihm und er sie auch heilt, weil sie so geschlagen haben. Das darfst du auch denken. Wenn sie dich so geschlagen haben, dann bete und opfer es auf, damit sie das Licht bekommen und auch zu Jesus kommen, die so furchtbar geschlagen haben, dass es dich getroffen hat. Das musste geschehen, damit wir heilen. Die haben sie ihn total zerschlagen. Kein heiler Fleck war mehr an ihm, nur Beulen, Striemen und Wunden. Von unten haben sie angefangen. So sagt man beim Grabtuch von Turin, dass sie genau gesehen haben, wo sie ihn noch nicht geschlagen haben, dass ja alles zerschlagen war. Und zwar in der Vorderseite und in der Rückseite. Alles, komplett. Um diese Wunden der Menschheit, wo wir andere durch Mobbing und allem möglichen Zeug verwunden, dass sie heilen. Sonst wären sie nicht heilbar. Es musste geschehen. Und er hat es hingehalten, es heißt sogar, und er hat ihnen den, er ist dann aufgestanden und im Alten Testament, er hält ihnen den Rücken hin und sagte, schlagt noch mehr, es ist noch nicht genug, dass ich den Letzten heilen kann. Dass ich den Letzten heilen kann. Und dann, so wie ich sehe, hat man ihn mit Dornen gekrönt, auch das ist es, seht ihr? Mit Dornen gekrönt. Was denkt und tut der Mensch? Was heckt er aus unter seiner Schädeldecke, meine Liebe? Pläne des Unheils, Hass, Zwietracht. Oh Herr, was hast du getan? Und die Dornen sind durch dein Haupt gegangen, um diese Pläne der Vernichtung, des Stolzes, des Hasses, der Vernichtung und Zerstörung, des Krieges. Wie viele sind da in den Krieg gegangen, haben Pläne ausgeheckt, nur ein bisschen Land zu gewinnen noch. Wie viel Leid durch unsere Kriege, die wir angezettelt haben, Erster und Zweiter Weltkrieg, wie viel Blut, 60.000 Tote, wie viel Leid. Das ist alles ausgeheckt worden hier unten drin. Jetzt verstehst du, es musste alles Jesus sühnen. Und damit er deine Gedanken, auch die Boshaftigkeit von so vielen, jede lieblose Gedanken, alles, was da keucht und fleucht, wo wir nicht in der Liebe sind, heilt. Sag's euch,
Der Stolz wird durchbrochen von Menschen, wenn wir dieses Blut anrufen. Wenn wir dieses Blut anrufen, des Herrn, wie sie niedergedrückt haben. Und es heißt, die Dornen sind durch die Schädeldecke gegangen. So stark ist der Stolz, eben wie der Stolz des Luzifer, der sagt, ich diene nicht. Er wollte wie Gott sein. Und das hängt in so vielen drin. Wo der Herr sagt, selig, der an mir keinen Anstoß nimmt. Schau mal, was ich für dich tue, und es musste geschehen, damit ich dich heile und der Stolz von dir weggeht und du demütig von Herzen wirst, in deinen Gedanken sanftmütig, gütig, barmherzig, liebevoll, ergeben, dass du an das Wort Gottes glaubst, dass du keinen Anstoß an Jesus nimmst. Wie sehr muss der das sühnen? Was wird gedacht? Oh je, was wird gedacht? Was denkst du über den anderen? Was denkst du so? Bring mal dein Denken in mein Blut und in diese Wunden, es hat mir weh getan. Und alles, was die Bösen auch aushecken, sie denken nicht an mich, auch sie will ich heilen. Auch sie will ich berühren, auch sie will ich erlösen. Merkst du jetzt, wie die Wunden an mir immer nur hingerichtet sind auf das, was ich heilen will? Ich bin da durchgegangen, es musste so geschehen. Und dann haben sie mir noch mit dem Stock auf das Haupt geschlagen. Und diese Letzten, die nie und die immer wieder nur denken, ich nicht. Ich mache keine Fehler. Nur die anderen sind schuld. Habt ihr die Leute mal erkannt? Die Leute mal getroffen? Wenn du eine Kritik bringst und sie vielleicht zurückweist, gehen sie hoch wie eine Rakete. Stolz, von sich eingenommen, selbstgerecht, überheblich. Und wie sehr musste Gott das durchbrechen, dass der Mensch mal so weit kommt, dass er seinen eigenen Balken zieht und nicht den Splitter im Auge des anderen. Lass dieses Blut immer wieder auf dein Haupt, auf dein Denken fließen, das dein Jesus für dich vergossen hat. Schau ihn an, dein Jesus, der dich so geliebt hat, es musste geschehen. Seht ihr? Und dann seht, welcher Mensch, wir haben sie hinzugerichtet, um all diese Wunden zu heilen. Es ging aber noch weiter. Nachdem hat er das Kreuz auf sich genommen und die Mystiker sagen, die stärkste und tiefste Wunde, die er an sich getragen hat, war die Schulterwunde, das Kreuz. Denkt einmal dran, wie viel Lasten, oh je, wir Kinder auf die Eltern gelegt haben. Und weiß was, bis wir es mal kapiert haben, meine Lieben, bis wir durch waren, bis wir so weit waren, dass wir es auch gecheckt haben, bis das Licht in uns hineingekommen ist. Und er hat es getragen. Er hat es so getragen, dass er niedergedrückt wurde und niedergelegen ist vollständig und das Kreuz auf sich nahm und immer wieder weiter ging und weiter ging. Manchmal ist er ganz mit dem Kreuz auf dem Boden gelegen, konnte nicht mehr flach. Manchmal auch du. Manchmal kannst du nicht mehr, liegst. Das ist keine Kraft mehr. Ich habe so Zustände auch schon in meinem Leben gehabt. Da kannst du nicht mehr. Sagt Herr, ich kann nicht mehr. Und der Herr steht auf und gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen, um dass du wieder neuen Schwung und innere Gnade bekommst und deine Wunden geheilt werden, aufzustehen, auch wenn du ganz niederliegst und fast nicht mehr kannst. Ja, und da ist auch Maria begegnet, der Mutter Jesu. Dieser Mutter, wo dann jede Beziehung auch heilen kann, die jetzt nicht mehr funktioniert. Legt mal eure ganzen Ehen hinein, auch
die jetzt frisch verheiratet sind, die schon länger verheiratet sind und die vielleicht sich geöffnet haben für einen Menschen, wo es einfach vielleicht noch hakelt und vielleicht viele Verwundungen da sind, vielleicht noch Altlasten da sind, die wir besprochen haben. In dieser Begegnung mit der Mutter, diese Liebe, dieses Ja-Sagen zum Vater, kann er alle Beziehungen heilen. So tief. Und dann haben sie ihm das Gewand ausgezogen. Darin erkennen wir, denn es heißt in der Schrift, begannen die Wunden von neuem zu bluten. Diese Wunden und dieses Blut ist ganz besonders für die Unreinheit, für die Begierde, für die Leidenschaften, für die Ehebrüche, für die Selbstbefriedigungen, für die Pornografie, für die Unreinheiten, für die Beziehungen, die man vielleicht außerhalb der Ehe hatte. Das heilt. Meine Liebe, nichts heilt so. Und ich kann es bezeugen aus den vielen, vielen Begegnungen, wo ich beten durfte über diese Menschen, die so verletzt sind, dass dann es durchgegangen ist, endlich geheilt. Jetzt versteht ihr es. Er musste ganz nackt ausgezogen werden für die, die sich nackt freiwillig ausziehen, die ihren Körpern schändlich hingeben, die ihre Unreinheit, die ihre Reinheit in den Mülleimer werfen und für ein paar Stunden der Lust und Begierde sich hingeben. Wer heilt sie, wo sie sich so verwunden, wo du Jesus den anderen aus dem Herzen herausreißt durch diese Wunde? Denn jede Sünde sollst du meiden, aber die Sünde der Unzucht sollst du fliehen. Und er musste ganz nackt, was das für einen Sohn Gottes, der die Reinheit liebte, ausgezogen werden musste. Und dann ist das Blut nur herabgeflossen für diese Sünden. Wo vielleicht Menschen auch die letzte Würde herabgerissen wurde, wo kein Faden mehr am anderen gelassen wurde, gemobbt und fertig gemacht, die Würde beraubt. Das auch noch. Und diese Wunden mussten sein, damit alles in uns heilt. Und wir alles anrufen können und bringt es hin. Bringt es zu eurem Jesus, diese Wunden. Dann haben sie ihm sogar Essig gegeben, ja. Wir haben ihm oft nur Essig gegeben. Und jetzt, Jesus, wollen wir dir Liebe geben, dass wir dein Leiden so betrachten aus Liebe. Und wissen, das muss ja alles geschehen, sonst könntest du uns gar nicht heilen. Diese vielen Wunden. Und das musste geschehen. Oh, wie hast du uns geliebt. Oh, wie hast du an uns gedacht. Und wie sehr hast du innerlich alle vor dir gehabt, die du heilen willst. Wo du das Blut über sie fließen lassen wolltest, damit die Sünden gereinigt werden und dass die Wunden heilen. Hier hast du es. Und dann wurdest du ausgestreckt auf das Kreuz und das ist hart. Und manchmal bist du auch ausgestreckt in den verschiedensten Situationen, in diesem Kreuz, durchbohrt an Händen. Was haben schon Menschen mit den Händen getan? Schau mal hin. Du kannst sie geben und helfen. Du kannst jemand über die Straße bringen. Du kannst jemand pflegen. Oder du kannst die Hand als Faust ausstrecken. Du kannst eine Gewehrkolben abdrücken. Du kannst auf einen Knopf drücken und eine Bombe fällt. Tausende sind tot. Mit den Händen. Wie viel ist zugeschlagen worden mit den Händen? Und der Herr heilt und lässt seine Hände durchbohren, damit er all die Taten, die wir tun, mit den Händen, und Erfindungen machen, die Menschen zerstören, mit den Händen. Mit den Händen, dass sie das, was sie gemacht haben, das Machwerk ihrer Hände anbeten. Deswegen wurdest du durchbohrt, damit deine Hände wieder Gutes tun. Nicht Unreines tun, sondern Liebe tun. Barmherzigkeit tun und Güte.
So wurdest du ausgestreckt. Siehst du, das musste geschehen. Diese Wunden sind so einsichtig auf alle Wunden. Und genauso mit den Füßen. Oh je, wo sind sie langgelaufen, die Soldaten zu töten? Wer hat ihnen den Befehl gegeben? Der Herr gestampft mit dem Soldatenstiefel, um zu morden, um zu schlachten und niederzubrennen und noch mit feenwehenden Fahnen in den Krieg zu gehen, mit einer falschen Gesinnung, nicht jene, die das Vaterland verteidigen, versteht ihr? Das muss man unterscheiden. Wie viele haben geraubt? Wie viele haben gemordet? Wie viele haben getreten mit den Füßen? Wie viele haben die Beine gestellt? Andere. Wie viele Wege des Verbrechens sind Menschen gegangen mit den Füßen? Und du wurdest durchbohrt, es wieder gut zu machen. Siehst du? Siehst du die Liebe? Durchbohrt. Durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehen. Zu unserem Heil lag diese Strafe auf dir. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Um deine Herzen zu heilen, die zerbrochenen Herzen und die schmerzenden Wunden wieder heil zu machen. Und dann wurdest du ans Kreuz geschlagen, bist gehangen. Denn wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alles an mich ziehen. Alle, kein einziger hat er vergessen. Jeden Einzelnen hat er geliebt bis zur Vollendung. Und niemand vergessen. Siehst du, und dann gibt er uns sogar noch das Liebste seiner Mutter. Frau, siehe dein Sohn. Sohn, siehe deine Mutter. Das Liebste. Seine Mutter hat er der ganzen Kirche gegeben, so sagen es die Väter. Oh, schaut diesen Jesus an, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt und unsere Sünden heilt. Die Liebe, wo es keine schönere gibt. Und jetzt schaust du nicht mehr auf die Brutalität. Entbrenne in der Liebe zu ihm. Weil es geschehen musste, weil es jetzt Liebe ist, weil du die Liebe siehst, weil du den Durchgang durch die Wunden siehst und dir die Liebe aufgeht in den Wunden. So wie dem Thomas. Letztlich ging es ihm bei den Wunden auf. Es ging ihm bei den Wunden auf. Komm, lege deine Hand in meine Wunden. Und deine Hand in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. So ist die Liebe zwischen beiden, die beiden, die neue Eva und der neue Adam, das neue Menschenpaar, das Gott herausgerufen hat in diesen Dienst für uns alle, um das ganze Menschengeschlecht zu erneuern. Und dann musste das Herz geöffnet werden. Wieder eine Wunde, die ganz wichtig ist. Um dein Herz zu heilen. Er nimmt das alte Herz aus unserer Brust und gibt uns als Herz aus Fleisch. Und was ist da drin? Entweder, ich habe zu den Kindern gesagt im Schulunterricht, meine Lieben, was tust du mit dem Herzen? Oh, sofort kam es. Jesus, lieben. Und was ist das Gegenteil? Und ein kleines Mädchen sagte, hassen. Und dann sagte ein anderes Mädchen, oh, deswegen ist Jesus am Herz durchbohrt worden und so verwundet worden, dass er die Herzen heilen kann. Dass er dein Herz heilen kann, das nicht mehr liebt, das nicht mehr will, das müde ist, das krank ist, verwundet ist. Durchbohrt ist, enttäuscht ist, traurig ist, niedergeschlagen ist. Mit rohem Speer durchbohrt, siehst du, dein Herz zu heilen,
dir ein neues Herz in der Eucharistie zu geben, sein Herz. Und das musste die Mutter mitmachen, versteht ihr? Schaut sie an. Die wunderbare Mutter und ihr Sohn, ihr toter Sohn, wird auf diesen Schoß gelegt, wo so viele Kinder abgetrieben wurden. Jetzt glaube ich mittlerweile fast 2 Milliarden. Das hat sie durchbrochen. Das hat diese Mutter getragen und Ja gesagt. Als Miterlöserin, wie viele Päpste sagen, mitgeholfen. Einzigartige Mitgehilfe im Erlösungswerk Jesu Christi. Die alte Eva umgedreht. Heute im Text der Laudes beten wir, was Eva einst verloren sah, gabst du, o Maria, in deinem Sohn reichlich zurück. Reichlich. Schau sie an. So hat sie mitgeholfen, beide. Das musste geschehen. Und das ist ein wunderbares Bild. Da siehst du in Jesus, wie Tätowierungen, sie haben es so gemacht, alle Sünden abgebildet. Und das hat ihn so verwundert. Es hat ihn getroffen. Das hat ihn getroffen. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Maria, dass du so mitgegangen bist und diesen Schmerz auch als Schmerzensmutter getragen hat, mit dem Mann der Schmerzen. Krankheit vertraut bist du gewesen. Aber dieses Leid ist keine Endstation, sondern es wartet auf die Auferstehung. Denn dadurch musste er hindurch, um uns zu erlösen, durch sein Blut und durch seine Wunden zu heilen und uns die Auferstehung zu schenken. Und er hat gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Wer wäre nicht durchgegangen? Wer hätte diesen Dienst nicht ausgeführt? Wir wären hoffnungslos verloren. Siehst du jetzt, was er sagt? Musste das nicht geschehen, dass der Menschensohn so in seine Herrlichkeit hineingeht und dich neu machen kann? Siehst du, so ist es. Und jetzt beten wir. Jesus, wir danken dir für diese große Liebe, durch diese unendliche Liebe, die du uns geschenkt hast. Segne auch gerade auch, was wir dann essen werden, nachher gleich mit. Aber segne auch unsere Wunden. Segne gerade diese Wunden. Und segne sie mit deiner unendlichen Liebe, deiner Wunden, die du dir schlagen ließest, um unsere Wunden zu heilen. Und das kostbare Blut, das daraus geflossen. Berühre uns. Und wir danken dir, dass wir diese Liebe so tief verstehen durften jetzt. Es ist das Tiefste, wo wir vor dieser unendlichen Liebe Gottes stehen. Denn dadurch ist die Liebe sichtbar geworden, dass der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er am Kreuz für uns stirbt, sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden und zum Heil unserer Wunden. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.